So, hallo Lieben, hier ist Christian Schmeier, Paartherapeut und Beziehungscoach. Hamburg, Berlin, in der Nähe von Murnau und ist mein Videoblog zu zwischenmenschlichen Themen, Liebe, Beziehung, Spiritualität und allem anderen, was einem so psychologisch umtreibt. Ja, heute haben wir ein Thema aus dem familiären Bereich von Rajnatska. Und wenn du mir auch solche Nachrichten schicken willst, kannst du über ein Formular auf liebeschipp.de machen. Hat mir schon länger geplant. Morgen kommt übrigens ein 20%-Code für all meine Kurse raus. Ich werde mich auch bemühen, es gibt ja auch so viele Kurse, die echt cool sind, die aber manchmal nicht auf der Homepage stehen. Ich werde mich bemühen, mal morgen wieder einige draufzustellen. Da müsst ihr vielleicht auch mal auf die zweite Seite gehen, zum Beispiel ja, ist ja nochmal, ach, ich bin immer noch so durcheinander. Liebeschipp Pro, genau. Ich verwechsel das mal mit Liebeschipp Plus. Liebeschipp Pro ist ein super cooler Kurs, sehr unterschätzt für Leute, die schon ein bisschen länger dabei sind. Eigene Täteranteile angucken oder der neue Bindungsängstlerkurs für Hardcore-Bindungsängstler. Glaube ich, viel mehr Menschen sind, als sie so denken. Aber natürlich auch meine absoluten Signature-Kurse und Programme des Liebeschips und so weiter sind dann da. Und es wird relativ kurze Aktion werden, einfach bis Sonntag 24 Uhr. Also verschwendet keine Zeit und schlagt einfach zu und nutzt den Code, den ich dann morgen bekannt geben werde. Genau. Oder abonniere einfach meinen Newsletter, dann kriegst du das sowieso alles. Gut, aber jetzt zur Nachricht. Hallo Christian, ich verfolge schon seit 2 Jahren deinen Kanal. Bin dir unendlich dankbar für deine Arbeit. Danke. Zu dem Thema, warum ich schreibe. Ich habe mich von meiner toxischen Beziehung gelöst. Ja, herzlichen Glückwunsch erstmal dafür. Jedoch habe ich noch ein Problem, wo ich nicht richtig weiterkomme. Ich erlebe immer wieder, dass Freunde, jüngere oder jüngere gleichgeschlechtliche Verwandte, vermute mal, du meinst das hier so Geschwister, neidisch auf mich sind und ich mich deshalb schlecht fühle. Sie unterstellen mir teilweise Sachen oder werfen blöde Kommentare in den Raum. Ja, wenn du eine toxische Beziehung hattest, kommt man ja nicht immer, aber man kommt oft aus so einem Familienumfeld, ja, wo die Familie auch schon toxische Beziehungsmuster vorgelebt hat, sag ich mal. Das heißt wiederum, dass viele Menschen bei euch in der Familie wahrscheinlich sehr in ihrem Schmerzkörper sind. Ich sitze ja auch gerade an meinem jetzt schon neuen Buch, aber holt erstmal das alte. Das heißt, das Alte ist ja auch neu, was erst seit 2, 3 Monaten auf Amazon ist, wo ich auch viel über dieses Thema schreibe, eigentlich in beiden Büchern, also mit Neid und Schmerzkörper und warum schlagen wir dann so um uns, wenn wir Schmerzkörper sind. Also der Schmerzkörper ist ja so ein Bereich in uns, wo so alle Traumata gespeichert sind und der führt so eine Art Eigenleben und der will halt auch gefüttert werden ab und zu und der füttert sich durch Schmerz so, ne? Und indem wir dann wenn wir diesen Schmerzkörper sind, dann will der Schmerzkörper Schmerzen haben und dann fängt man an, andere zu sticheln. Das sieht man immer wieder auch in so Reality-Shows, die ich immer gerne gucke im Fernsehen, kann man das immer wieder sehen, dass Leute, die einfach so ein Verletzungsthema haben, sich ständig andere Leute verletzen müssen, pieksen, neidisch sind, blöde Kommentare und insbesondere, wenn man sich rausarbeitet aus so einem Familiensumpf, aus so einem 3D-Täter-Opfer-Ding, was man in der Familie hat, wenn man sich da selber rausarbeitet, und die anderen merken, da schwebt jetzt hier gerade jemand so ganz klein bisschen raus aus unserem System. Das mögen wir aber alles gar nicht, weil du zeigst denen ja einen Spiegel, dass es geht. Du zeigst denen einen Spiegel, dass es geht und dass man sich da auslösen kann überhaupt so. Und das ist ja eine Botschaft an die anderen, das muss hier nicht so toxisch weitergehen. Man könnte es anders machen, aber dazu muss man sich ja auf den Weg machen, müsste seine eigenen Täteranteile angucken, müsste, was weiß ich, was man immer so unglücklicher Begriff finde ich, aber diese Schattenarbeit machen, müsste vielleicht Therapie machen, müsste vielleicht Kurse machen, was weiß ich, oder was auch immer. Ja, aber das will man nicht, man will lieber in seinem Sumpf bleiben und dann weiter rumsticheln und dann den anderen, der so langsam davon schwebt, wieder runterholen, so, ne? Das ist ein großes Problem auf dem Liebeschip-Weg, dass sobald man was ein Weg ist von 3D Richtung 5D, darum wird es in meinem neuen Buch ganz viel gehen, und wird übrigens heißen, die neue Dimension der Liebe, kann ich schon mal sagen, beim neuen Verlag und
wie auch immer. Aber gut, dazu ein andermal mehr. Also wenn wir uns da rausentwickeln, was dieser Liebeschip-Weg ist, von 3D Richtung 5D-Energien, was das ist, ein andermal mehr, dann wollen uns die Leute, die noch mehr an diesem 3D, was Täter-Opfer-Denken ist, verhaftet sind, wollen uns wieder runterziehen auf ihre Ebene. So, ne? Und darum, da gilt es sich so ganz langsam zu lösen und zu sagen, nein, mein Weg geht aber weiter. Und was sie unbewusst, komplett unbewusst, ich mir ganz sicher bei deiner Familie, also nimm ihnen das nicht übel, wollen, ist, dass sie dich wieder anträgern, deinen Schmerzkörper wieder anträgern und dass du da bleibst, wo du halt bist. Ne? Hoffe, das macht Sinn für dich. Beispiel, ich bin auf der Geburtstagsfeier meiner Schwester, ein Typ, der ihr gefällt, optisch gefallen, nicht verliebt, ist auch da, für den sie eine Option ist, wenn keine weitere potenzielle Frau auf der Feier ist. Ja, also du schreibst ja hier so ein typisches toxisches Datingmuster deiner Schwester, ihr gefällt ein Typ, er nimmt das so mit für sein Ego und ja, gibt ihm Aufmerksamkeit, wenn gerade niemand Besseres da ist, kennen wir ja alle diese typischen Drecksthemen und genau. Ich gehe dem sowieso aus dem Weg, er jedoch rennt mir entsprechend nach und erzählt meiner Schwester, wie toll ich sei. Ist auch so eine Art Dreieck, ne? Ergo ist sie sauer auf mich und hat mich bei der nächsten Feier nicht gern dabei, da sie sonst bei den Typen zu kurz kommen könnte mit der Aufmerksamkeit. Ja, auch das, großartige E-Mail, wenn man einmal, ist ja nicht nur so, wenn man toxische Beziehungsmuster hat, dass man nur Narzissten, hasse den Begriff mittlerweile, aber in seinem Umfeld hat, sondern man hat auch andere liebessüchtige Menschen in seinem Umfeld, ne? Meinetwegen Co-Abhängige oder, also Narzissten sind ja auch liebessüchtig, auf eine andere, auch so eine kalte Art, aber egal, du hast andere liebessüchtige Menschen in deinem Umfeld, kenne deine Schwester jetzt nicht, aber und liebessüchtige Menschen wollen vor allen Dingen diese komischen, ja, ihr Dating weiterleben, wie sie es doch bisher gelebt haben. Und alles andere, ich hatte auch so Kumpels, es ging immer nur darum, dass jeden Tag ein Date gemacht wird. Alles wird vollgeballert mit Tinder-Dates, die ganze Woche, die nächste Woche. Und wenn zufällig mal irgendwas nicht klappt, dann wird angerufen und ach, ich habe ja auch noch einen Kumpel, wollen wir uns mal treffen, aber ich habe nur Zeit von 9 bis 10, weil um 10 ist vielleicht doch noch eine Option für irgendeine Frau und man nimmt diesen ganzen Beziehungsbereich viel zu wichtig und ja, und verletzt andere Menschen einen, die einem vielleicht emotional viel näher stehen, auf den man sich vielleicht viel mehr verlassen könnte, verletzt man und das ist natürlich nicht, das ist ein typisch liebessüchtiges Muster, was nicht nett ist und sehr egoistisch von einer Schwester, aber wenn man im Schmerzkörper ist, dann dreht man sich um sich selbst. Selbst wenn man denkt, man dreht sich nur um andere, nämlich die Menschen, die man daten will, jetzt mit deiner Schwester, dreht man sich eigentlich nur um sich selbst. So, ne? So, das passiert mir ziemlich oft, auch bei Freunden, obwohl ich den Männern immer ausweiche und mich sogar teilweise verstecke, um nicht in solche unangenehmen Situationen zu kommen. Ja, scheinbar hast du auch irgendwie einen Schlag bei Männern, aber da kannst du ja nichts dafür. Das ist, also wenn deine Schwester irgendwie so ein kleines Selbstbewusstsein hat und dann, weiß ich nicht, das ist ihre eigene Welt, die sie kreiert, ne? Ihr eigenes Mindset, was sie lebt und was dann dazu führt, denke ich, ne? Also ihr seid ja beide, werde ich ja ungefähr in einem Alter sein und wenn sie da, ja, nicht den Dating-Erfolg hat, den sie, kann sie es nicht auf dich schieben, irgendwie so, ne? Du machst ja hier nichts, so wie du es beschreibst. Und, aber du kannst andere Menschen nicht ändern, wenn deine Schwester so eine Sicht auf dich hat. Also versuch es nicht persönlich zu nehmen, das ist immer das Allerwichtigste. Versuch es nicht persönlich zu nehmen, lass es an dir abtropfen, weil das ist auch der Liebeschip-Weg, ne? Also an sich abtropfen lassen, sich nicht anträgern lassen, nicht persönlich nehmen, Mitgefühl mit ihr haben, aber sich auch aus der Schusslinie bringen und ganz klar sagen, ey, habe ich keinen Bock drauf, entweder lädst du mich ein, lädst du mich nicht ein, ich werde mich hier ganz normal verhalten, ich werde dir bestimmt keinen Typen angraben, den du gut findest, habe ich gar keinen Bock zu, meine, dürftest du natürlich, ist eine freie Welt, aber egal, machst du auf den Geburtstag deiner Schwester, machst du es natürlich nicht. Und wenn er aber zufällig auf mich steht, weil er offensichtlich auf nicht verfügbare, also auf Frauen steht, die gerade nicht zu haben sind, was aber ganz vielen Menschen so ist,
und dich dann gerade nicht haben will, weil du zu verfügbar, überverfügbar bist, sorry, ist nicht mein Problem, ist dein Problem. Ne? Kannst du ganz klar sagen, und da muss man auch nicht hinterm Berg halten, man muss die Menschen auch nicht mal schonen. Und ist bei Freunden genauso, wenn die sich einfach kacke verhalten, dann sprich es genauso an, fertig. Ne? Aber es ist so, als würde ich das magisch anziehen und fühle mich dann total unwohl und unerwünscht, wenn ich dann noch bei der nächsten Feier eingeladen bin. Was könnte das sein? Was könnte ich dagegen machen? Ja, wie gesagt, das sind so Nebenwirkungen dieses Weges, ne, dass dann, wenn du dich jetzt anders verhältst und nicht mehr in dieser präsentierte Opferspiel mitmachen möchtest, trittst du in Reibung und in Reibung zu Strukturen dann in deiner Vergangenheit, die eben noch genauso funktionieren. Du passt da dann auch nicht mehr so hundertprozentig rein. Ich finde es trotzdem gut, wenn du auf diese Geburtstage gehst und weil ich finde, man, solange es jetzt nicht, die nicht, dich nicht direkt attackieren oder es toxisch ist, würde ich auch versuchen, solche Kontakte zu halten irgendwie. Aber kannst du ruhig ein bisschen forscher mit umgehen, kannst du ruhig sagen, ey, sorry, vielleicht siehst du super aus, ich weiß es nicht, wenn ich werde mich in mein Licht nicht unter den Scheffel stellen, wenn ich echt eine gute Ausstrahlung habe und gut rüberkomme und mich aber trotzdem total okay verhalte und niemand was tue, sorry, euer Problem, ne? Solange du deine eigene Spielfläche sauber hältst, kannst du da echt forsch mit umgehen und musst dich da nicht klein machen, so, ne? Und ist vielleicht auch Teil des Ergebnisses deiner Liebeship-Arbeit, ja, dass du, was gar nicht so selten ist, dass du gut ankommst, ne, weil du nicht mehr so needy bist, so, ne, und einen ganz anderen Vibe hast, so, ne, und wenn Leute dann neidisch sind, muss man sagen, ist nicht dein Stamm, ist nicht dein Tribe, selbst wenn es Blutsverwandtschaft ist, und das kann sich aber alles komplett ändern, nur ich würde knallhart, eisenhart auf deinem Weg bleiben, aber nicht eisenhart im Sinne von ich verletze andere, sondern eisenhart in dem Sinne von ihr kriegt mich von meinem Weg nicht runter. Ich versuche nett zu sein, ich versuche meine Spielfläche sauber zu halten, versuche offen zu sein, aber ich werde mich nicht scheiße behandeln lassen. Und nur weil ich gerade irgendwie gut ankomme und super gut rüberkomme und ihr jetzt neidisch seid, das ist auch, wenn man ins nice, geile Leben reingeht und die ersten Big Erfolge hat da, wo übrigens, den gibt es ja auch da, Spiritualität und nice, geiles Leben ist einfach ein super Kurs, wenn man da reinkommt, damit befassen will, da reinkommen will. Und wenn du da die ersten krassen Erfolge hast, weil bei Richtung Neue Erde 5D geht es um Fülle auf allen Ebenen, so, ne? Also natürlich nicht eine Fülle, die auf der Ausbeute von anderen Menschen gefußt ist, sondern aus der energetischen Ausbeute, sondern die so eine Fülle aus der Manifestation ist, so, ne? Und wenn du da mal einen krassen Erfolg hast und du noch Freunde in deiner Umgebung hast, die ein anderes Mindset haben, aber dann sei du die Führer, also Führerin, hört sich ein bisschen doof an, aber dann sei du das leuchtende Beispiel und guck wirklich mit Mitgefühl auf diesen Neid irgendwie. Und Neid kann ja auch nett ausgedrückt werden. Ich finde, Neid ist gar nicht so schlimm, wenn ich jetzt sage, wenn jetzt mein Kumpel irgendwie einen Ferrari kauft und ich sage, Alter, geiles Auto, ich bin echt neidisch, aber ich gönne dir. Ist Neid überhaupt nicht schlimm? Neid ist immer nur schlimm, wenn er so hintenrum rauskommt und so und irgendwie so, ne, Ferrari verbraucht aber auch viel Benzin oder fährt er denn elektrisch oder was würde wohl Greta Thunberg dazu sagen oder ist der nicht zu laut oder kannst aber kein Klavier auf die Rückbank stellen. Ja, das ist so ein Scheißneid irgendwie. Und dann kann man auch sagen, ja, habe ich keinen Bock drauf. Und sich fernhalten von den Menschen und trotzdem mit Mitgefühl drauf gucken. So, ne? Gott, wird schon wieder viel zu lang. Ich hoffe, es war einigermaßen verständlich. Zieht euch den Code rein. Ich werde den, wie gesagt, morgen im nächsten Video veröffentlichen. Vielleicht packe ich ihn nach nachträglich auch nochmal unter dieses Video. Da ist er vielleicht da in der Beschreibung zu sehen. Und wir werden uns bald wiedersehen.